Der Bezirk Oberbayern hat mir geschrieben Folgendes. Also okay, Kunst, ja, die Kunst. Ja. Und so geht's dem Künstler, die Kunst, damit er macht die Kunst, damit er nicht verhunzt. Ja, so macht er die Kunst. So, zum Beispiel. Und er malt die, weil er malt, der Künstler. So, er malt. Mhm. Der, wo da ich bin, so und Moment, oder der da, wo da ich feststellt, ob er, ob sie Rembrandt lieben, und Schönheit ist außerdem heilbar, wie er weiß, und ja, und seine Geister, die er rief, die wird er nicht mehr los. In seinen Gesangtagen, das wird übrigens mein Buch, da fange ich an zu schreiben, jetzt muss ich doch mal was über mich schreiben, weil 1950 geboren. Moment, und dann Gesang, schau mal, 1950 geboren und dann, ja, Handbuch für Irre, müsste ich auch mal, ich habe es gemalt, ja, ist eine Trompeu-Malerei, aber ich müsste es mal schreiben, ja, weil so schaut es zum Beispiel derzeit aus auf der Welt, ja, schau, die Atombombe droht uns, und das darf man natürlich in so einer Ausstellung wie in der Galerie Dingsbums da nicht zeigen, das ist zu wahrscheinlich zu tief. Und, oder Mülzebel liebt Wurtelbrumpft. Wer kennt denn den Valentin von euch? Der Karl Valentin, ja, der hat den Wurtelbrumpft da gespielt und ich spiele euch den Mülzebel, ja. In meinem Lesebuch der Sprachlosigkeit. Und was noch? Was haben wir noch eingereicht? Ja, einen schönen Blumen, der Männerakt als sozusagen als Blümchen. Und ich muss euch erzählen, ich bin der KNOX.G.Stallbauer, ich habe einen G-Punkt. Ich bin geboren 1950 in Burghausen. Da wurde ich ein Burghauser, ein Geborener, ein Eingeborener, der Ort, an dem ich jetzt noch als ein Heimischer, ja, ein Einheimischer lebe, also ein Heimischer, als Urgewächs sozusagen. Die Schule und seine Bänke musste er drücken, also ich drücken, in selbiger Stadt als auch in Neuötting und in München. Steuerdenke Hilfen war sein Angelernter, also mein Angelernter Beruf, den er allerdings 1975 an den berühmten Nagel hing. Im Austausch kaufte er sich einen Pinsel, den er zur Hand nahm, und seitdem schwinge ich ihn, ja. Drei Autos bestimmen meinen Weg, das Autodidaktische, der Autofahrer und der er gleichzeitig war, und alles ganz autonom. Und also malte er, also ich malte und malte und malte und machte Musik und machte Musik und Malerei und Mumm, und das habe ich ja irgendwie, das was ich von mir gebe und sah, sehe in sich und um mich herum. Realismus, Realismus, nenne ich das. Ausgestellt habe ich es auch in Hamburg, München, Köln, Wien, Frankfurt, so kleinere Formate oder kleine Formate, große Formate, und in Burghausen, Altötting, Regensburg, Passau, Straubing, Basel, Kronach und so weiter, wagte ich es auch, die größeren zu zeigen. Realismus, ja, die Realität muss Realismus sein, finde ich. Darf Realismus ironisch sein? Iro in den Nischen, oder Iro in den Klappe, Iro in den Nischen, Irrealismus. Und die unsinnige Realität heißt warten. Warten auf. Ist der Dom? Gestern, heute, ist ja egal. Die Feier war also wirklich wunderbar. Muss man. Ja, das ist ja. 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 Ja,
Thank you.
32. Nachricht gelöscht. Nachricht 20. Montag, 30. Juni, 10.59 Uhr. Hallo, ihr Lieben, hi, ist der Dreher von Kunstform. Ich wollte nur Zeit haben, ich habe eine Kalatür bekommen, weißt du? Nachricht gelöscht. Nachricht 21. Donnerstag, 3. Juni, 9.20 Uhr. Nachricht gelöscht. Nachricht 22. Donnerstag, 3. Juli, 11.50 Uhr. Nachricht gelöscht. Nachricht 23. Freitag, 4. Juli, 17.25 Uhr. Nachricht gelöscht. Nachricht 24. Mittwoch, 9. Juli, 19.02 Uhr. Hallo, das ist Tina, übrigens nur so, dass dein Kommunen 40 kommen und die Kräfte sich wieder das so wahrscheinlich brauchen. Nachricht gelöscht. Nachricht 27. Mittwoch, 23. Juli, 11.45 Nachricht gelöscht. Nachricht 26. Donnerstag, 24. Juli, 8.49 Uhr. Was muss umschrecken? Hier, Zeit für den ersten. Nachricht gelöscht. Nachricht 27. Freitag, 25. Juli, 13.23 Uhr. Nachricht gelöscht. Nachricht 28. Sonntag, 27. Juli, 10.47 Uhr. Nachricht gelöscht. Nachricht 29. Sonntag, 27. Juli, 20.40 Uhr. Nachricht gelöscht. Nachricht 30. Dienstag, 29. Juli, 9.10 Uhr. Nachricht 33. Heute 10.51 Uhr.